Das ist der neue Skin, den es jetzt im Rahmen der Weekly Mission gibt. Shotgun Skin, Search and Rescue. So, was müssen wir machen? Level 7 sind wir auf jeden Fall. Wir müssen Armor Diffuse, also entweder scharf machen oder entschärfen. 3 Objectives in Rush. Sollten wir hinbekommen. Wir müssen 30 Leute killen mit Marksman Rifles, also DMR oder Shotguns. Hätte ich jetzt gedacht, dass man nur Shotgun Kills für den Skin auch machen muss, aber okay. Und 50 Leute reviven. Wisst ihr, was das Schwierigste sein wird? 50 Leute reviven, weil es am längsten dauert wahrscheinlich. Ich meine, man könnte natürlich einen Breakthrough was machen, aber ich glaube, wir gehen einfach in Conquest rein und schauen, was passiert. Manifest ist doch schon mal eine gute Map für die Shotgun gleich, oder? Ich habe gerade vorhin geguckt, Battlefield 2042 hat 2000 mehr Spieler auf Steam als Battlefield 5. Das sollte einem zu denken geben. Okay, Manifest, Auto-Shotgun und ab geht die wilde Fahrt, würde ich jetzt behaupten. Ey, kann ich mitfahren? Fahr mit! Yes, Asnal. Ja, lass den anderen stehen. Scheiß auf den Typen. Ich bin wichtig. Let's go. Oh, ich bin ausgestiegen. Fuck you, Alter. Habe ich da nicht gerade Anti-Granaten, Anti-Vehicle-Granaten hingeschmissen? Sind wohl nicht hochgegangen, aber gut. Ich meine, es kann mal passieren, dass die Granaten halt gerade Fehlzündung haben. Ist durchaus möglich, weil es halt ein ziemlich realistisches Game. Bin ich schon sehr erstaunt darüber, wie viel Detail. So, ersten, zweiten, nachladen. Der sitzt einfach im Aktenschrank. Okay, das ist er, danke. So, im Sinne von, wie viel von den 30 Kills habe ich denn schon? Ah, ich kann aber gucken, indem ich ja schaue, wie viele Kills ich hier habe. 11! Alter, dicker Boris wieder. Okay. Oh, shit! Leute, da oben geht's ab. Ich flieg mal kurz rüber und mach einen tricky Move. Hat funktioniert. Oh, hi. Okay. Nice. Da sind wir schon bei 15. Die Hälfte hätten wir schon. Eins. Zwei. Knappe Sache, pass auf. Mit der hin. Oh, zu viel Muni haben wir leider nicht. Got him! Hello? Oh, was ist denn heiß hier? Kann ich ihn da oben runterholen? Oh, oh, nachladen, warte. Da haben wir ihn. Das war Nummer 30. Das heißt, das haben wir jetzt abgeschlossen. Außer wir haben einen Pistolenkill gemacht und ich weiß nichts mehr davon. Das kann, glaube ich, auch sein. Wir machen lieber noch ein paar Kills und dann kriegen wir das. Du bist mein letzter Kill und Weekly Mission Nummer 1 abgeschlossen. Dann machen wir das nächste gleich. Das Ding ist, ich muss mich jetzt halt auf Revives konzentrieren. Das ist richtig eklig. Die hocken da hinten drin. Okay. Ah, da vorne ist ein Revive. Revive. Scheiß auf Boris da hinten. Ich muss den reviven. Ich hole dich. Let's go. Jawohl. Alter, das ging richtig schnell jetzt. Haben die den Revive erhöht von ihr? Ich gar nicht mehr mitbekommen, dass das auf einmal so schnell geht. Warte mal. Ist jemand tot schon? Noch nicht? Was ist denn da los? Ja, er ist tot. Get him. Revive. Ach Gott, das hat den schon wiederbelebt. Das ist doch unfair. Da ist einer. Da ist einer, ich sehe ihn. Ich hole ihn, gar kein Problem. Bam. Keine Zeit für euch. Ich muss den wiederbeleben. Bam. Das ist einfach der absolute Nemesis, Leute wiederbeleben für mich. Oh Gott. Warte eben. Hi Boris. Na, warum kill ich den? Der hat ihn getötet. Scheiße. Da, lass den. Ja, überfahr die anderen einfach. Ich belebe den wieder jetzt. Mir egal, ob du da mit deiner Bolt stehst. Mir doch scheißegal. Ist mir doch völlig egal, Mann. Battlefield dreht sich nur um Revives. Es geht um gute Vibes und Revives. Yo, es geht um Teamplay und dass wir uns alle lieb haben. Deswegen Revive 50 Mal. Wie viel habe ich? 15. Wieder gar kein Problem. 16. 17. Let's go. Okay.
Der stirbt. Nice. Ja, ja. Kann ich dich wiederbeleben? Nee, weißt du warum? Weil du in dem scheiß Ding drin steckst. Man kennt's. Ja, ja, man kennt's. Ja, ja, ich bin tot durch was auch immer. Scattergranate, okay. Da kommt der Revive und wir sind wieder in Action, Freunde. Let's go. Und ich belebe den Typen einfach auf freier Fläche. I don't care, Mann. Wichtig. Das ist der nächste. Du steckst immer noch da drin und jeder will dich wiederbeleben, aber es geht einfach nicht. Scheiße. What? What? Oh! Der ist meiner. Meiner, meiner, meiner. Scheiße. Hier ist einer. Ey, ich hol dich, meinen Bruder. Zack. Okay. Ich will gar nicht hier Objective spielen, sondern ich will eigentlich Leute wiederbeleben. Hey, lass die dann liegen. Ich will den wiederbeleben. Oh, hier, Jung Feng Zeng. Bam, ni hao, my friends, let's go. Ey, kann er einen killen? Da ist einer, kann ich wiederbeleben. Diese Granate ist an mir rangesteckt. Hast du gesehen, wie ich laufe? Und es leckt, weil die Granate in der Nähe ist. Und es leckt und die Granate zieht mich an sich ran. Und dann sterbe ich. Hey, ist hier jemand tot vielleicht? Er ist tot, sie, es, ist doch mir egal. Mensch, einfach Mensch. Ich hab alle, nice, let's go. Also ich glaube, aktuell gibt es jetzt keine so richtige Overpowered-Waffe. Also es gibt einige, die ziemlich stark sind. Oder mit denen man gut Kills machen kann. Was cool ist, weil es dagegen spricht, dass es eine Waffe nur gibt, die gespielt werden sollte. So, was nehmen wir denn? AN. Wir müssen angreifen. Das heißt, wir müssen aktivieren. Das heißt, wir müssen los. Einfach raus. Warte. Sag mal, warum wird man immer so komisch hart nach hinten geschmissen? Cutten und nochmal neu deployen? Got it. Nummer 1. Bin zu früh. Egal. Interact. Boah, stell dir vor, ich hätte das geschafft. Geht das? How do you like that shit? Es geht ja nicht darum, die Teile in die Luft zu jagen. Es geht ja nur darum, die Teile scharf zu machen, richtig? Das heißt... Ich mach den scharf. Und push dann darüber. Und mach den anderen auch scharf. Und dann haben wir es eigentlich, oder? Sehe ich das richtig? Das war's. Und? Klick-Klack! Weekly Mission abgeschlossen, Freunde! Objective Ribbon, 1000 XP, Booyakasha und da klickert rein irgendwas Unsichtbares. Wahrscheinlich die Tarnung, hä? Let's go. Da ist sie! Deliverance Epic MCS 8080. Gleich equippen. Bam. Ja, so schnell schaltet man die Tarnung, die allererste Weekly Mission Tarnung in Battlefield 2042 frei. Supergeil.